Nachdem jetzt jemand, wir als Menschen werden komplett vergessen. Das ist keine Art zu leben. Das ist ein Leben ohne Würde. Meine Kindheit habe ich glücklich in Erinnerung. Wir hatten viele schöne Tage damals. Wir haben uns sicher gefühlt. Wir haben uns vor nichts gefürchtet. Wir hatten keine Sorgen. Wir haben alle das Gleiche erlebt. Heutzutage können wir uns selbst das Simpelste nur noch vorstellen. Seit dem Krieg ist alles verschwunden. Wir haben nichts mehr. Menschlichkeit ist für die Leute wertlos geworden. Plötzlich kommen sie von allen Seiten und meine Familie und ich waren mittendrin, gefangen. Von allen Seiten kamen Schüsse. Wir haben uns verloren. Kein Bruder blieb bei seinem eigenen Bruder, kein Vater bei seinem Sohn. Das Ganze wurde gebrochen. Alles wurde zerstört. An meinem ehemaligen Haus liegt kein Stein mehr auf dem anderen. Wir kamen nur mit dem, was wir auf der Haut trugen. Meine Kinder können nicht zur Schule gehen, weil sie hart arbeiten müssen, um unser aller Brot zu verdienen. Ich wünsche mir, dass alle meine Kinder die gleiche Chance haben. Wir haben noch nicht mal die Grundschule abgeschlossen und wir müssen unseren Kindern alles selbst beibringen. Ich habe in Syrien das Schmiedehandwerk gelernt. Ich habe mir im Zelt eine kleine Werkstatt aufgebaut mit Schweißgerät und Schleifmaschine. Ich bin über 50 Jahre alt und arbeite hart. Und trotzdem reicht das nicht, um für meine Kinder sorgen zu können. Die Winter sind sehr kalt und wir können uns kein Holz leisten, um uns zu wärmen. Die Zelte sind wie Plastiktüten. Sie schützen uns weder vor Regen noch vor Hitze. Wir wünschen uns nur, ein normales Leben führen zu können. Das Erste, was ich machen würde, wenn ich einfach nach Syrien zurückkehren könnte, wäre, meine Familie wiederzusehen. Meine Eltern, meine Brüder und Schwestern. Mein Name ist Ali Fayyad El-Hamoud. Ich stamme aus dem südlichen Umland von Aleppo. All das ist nicht nur eine Vorstellung, das war mein Zuhause. Der Ort, an dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Der Ort, an dem ich gelebt habe. Ein Zuhause zu haben bedeutet Leben. Wenn du kein Zuhause hast, hast du kein Leben.